Hallo. Hallo, einen schönen guten Tag, Julian Hack, mein Name. Medienagentur für Online-Vermittlungsaktion. Ich hätte gern mit Herrn Hans-Joachim Vordertiger gesprochen. Ja, der ist am Telefon. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Julian Hack, mein Name. Durch Ja. Ihre Beteiligung an diversen Veranstaltungen von Großunternehmen haben Sie Reisen im Wert von 798 € sowie einen Preis im Wert von mindestens 500 € erzielt. Innerhalb Wirklich? von zwei bis drei Werk ja, und innerhalb von zwei bis drei Werktagen bekommen Sie per Post sieben attraktive Reiseziele zur freien Auswahl im Gesamtwert von 798 €. Außer diesen Reisen bekommen Sie Ihre zweite Prämie im Wert von mindestens 500 €. Oh, das ist Sie ja sind einer von den großartig. glücklichen Kandidaten, die ausgelost worden sind. Ja. Diese bekommen Sie entweder in Form von 500 € in bar überwiesen oder eine achttägige Flugreise im Wert von 799 €. Alle Ja. Reisen sind für zwei Personen inklusive Hin- und Rückflug, Übernachtung, Frühstück und mit einer unbefristeten Gültigkeit. Auf Wunsch können Sie diese verschenken oder verkaufen, da diese auch frei übertragbar sind. Ein Ja, aber kurzer das im Moment Datenabgleich. kann man doch gar Vielen nicht verreisen, junger Mann. Wo soll man denn im Moment noch hinfliegen? Genau, deswegen habe ich ja gesagt, das hat einen unbefristeten Gültigkeit. Ach Also Sie so. können reisen in 2 Jahren, in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Also, und auf Wunsch können Sie diese verschenken oder verkaufen, da diese auch frei übertragbar sind. Ja? Ja, das ist Ein jetzt aber kurzer nicht von Datenabgleich. TUI, oder? Weil die sind ja pleite gegangen. Nicht, dass ich dann gar nicht fliegen kann. Nein, 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 keine Sorge. Das ist gut, So, weil die machen ja im Moment ein alle kurzer. Pleite, nicht wahr? Weil es kann ja im Moment keiner fliegen. Selbst wenn man will, darf man Genau. ja nicht. Es Genau, ist alles so so ist es. Aber schrecklich. wir sind nicht von denen. Das ist Ja, ist gut. wirklich alles schrecklich. Ja, das ist Ja. zum So, ein kurzer Davonlaufen. Datenabgleich, Ich glaube, ich bin jetzt vor um 3 Fehler Wochen zu das vermeiden. letzte Mal vor der Tür gewesen. Man traut sich ja gar nicht mehr nach draußen. Ja, auf Ja. jeden Fall. Also man kann sowieso gerade gar nicht rausgehen. Haben Sie Ja, recht. sind Sie So. auch zu Hause an Arbeiten? Nee, wir sind im Office. Ein was bitte? Im Büro. Im Wir sind Büro. im Büro. Ja, aber Sie sind da Ja. hoffentlich gut geschützt, will ich mal hoffen. Nee, wir sind gut geschützt. Dankeschön. Wir sind Das sehr ist gut sehr geschützt, ja? gut. Ja, nicht, dass Sie krank Ja. werden. Nee, nee, dankeschön. Also wir Gut, schützen uns gut. sehr gut. Ja, So, das ist ja auch ein ganz wichtig. kurzer Datenabgleich will ich machen, um Fehler zu vermeiden. Ja. Sie wohnen an der Bildeiche 81 mit der Postleitzahl 76534 in Baden-Baden. Hallo? Ist das aktuell? Hören Sie mich, bitte? Hallo? Ich habe Sie gerade nicht Hören Sie mich? verstanden. Das war ein bisschen zu schnell. Können Sie ein bisschen langsamer reden? Natürlich, Sie wohnen an der Bildeiche 81 Ja. mit der Postleitzahl 76534 in Baden-Baden. Ja, das ist richtig. Genau, da wohne ich schon mein Okay, ganzes und. Leben lang. Das ist quasi dieselbe Wow. Wohnung, in der ich gezeugt, geboren und aufgezogen wurde. Und jetzt gehört die halt mir, Okay. nicht wahr? Super. So, und Ja. Sie sind geboren am 1.4.1949. Ja, ich bin schon ganz schön alter Knacker inzwischen. Ja, ich meine, man muss Nee. das mal so sehen. Ich habe zwei Weltkriege überlebt, dann werde ich jetzt auch dieses Corona noch überleben. Das ist ja mal schön. Haben Sie ja mal was Vieles gesehen im Leben? Ja, ich habe, sag mal, ich habe den Führer noch kennengelernt und den Kaiser. Das können halt auch nicht viele von sich behaupten. Genau, so ist es. Ich habe bei Genau. beiden stolz So. gedient. Okay. Ich veranlasse, dass Ihnen in den nächsten Tagen alles per Post zugesendet wird Ja. und Ihre zweite Prämie von mindestens 500 € erhalten Sie separat per Banküberweisung. Auf welche Bankverbindung möchten Sie die haben? Mit welcher Bank arbeiten Sie bitte? Aber so, nur mal, dass ich das nicht falsch verstanden habe, aber so ein Reise kann man doch nicht überweisen, oder wie? Nee, also Ihre Doch. zweite Prämie von, nee, Ihre zweite Prämie von mindestens 500 € erhalten Sie separat per Banküberweisung.
Auf welche Bankverbindung möchten Sie die haben? Mit welcher Bank arbeiten Sie bitte? Was Natürlich heißt, kann man die Reise nicht überweisen. Was heißt denn mindestens 500? Wie viel kann man denn kriegen? So mindestens 500 Euro, sage ich mal jetzt. Ja, aber wenn Sie sagen mindestens, dann muss das nach der deutsch-grammatikalischen Reihenfolge ja auch noch einen Höchstwert geben. Wie viel kann man denn kriegen bei Ihnen? Also ich sag Ihnen mal so, Sie haben auch noch einen dritten Prämie. Also Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro bekommen Sie nach 3 Monaten. Ja. Und bis dahin werden Sie mit Ihrer dritten Prämie 3 Monate lang an unserer Sonderaktion dabei sein. Das bedeutet, dass Sie mit einem Vorteilszertifikat, die eine 100%ige Gewinngarantie beinhaltet, jeden Mittwoch und jeden Samstag pro Ziehung mit jeweils 120 Tippreihen plus 10-mal Spiel 77 an der Deutschen Lotterie 6 aus 49 sowie zusätzlich jeden Freitag mit 30 Tippreihen bei der Euro-Jackpot-Lotterie Europass teilnehmen. Hier werden ebenfalls alle erzielten Gewinne auf Ihrem Konto gutgeschrieben, Ihre persönlichen Zahlen für den Einzeltipp. Mit diesem Sie jeden Samstag zusätzlich an der Deutschen Lotterie 6 aus 49 teilnehmen, sind bereits vorreserviert. Möchten Sie Ihre persönlichen Glückszahlen selber nennen oder soll das der Zufallsgenerator für Sie entscheiden? Also ich darf mir das aussuchen. Genau, also Sie können ja entweder Ihr Glückszahlen selber sagen oder das kann der Zufallsgenerator für Sie entscheiden. Ach so, wenn ich Ihnen jetzt die richtigen Zahlen sage, dann kriege ich 500 Euro oder wie? Ist das jetzt so ein Gewinnspiel Nein, also, am Telefon? Nein, also das sind Ihre Gewinne, die Sie erzielt haben. Ja. Und Ihre erste Prämie wäre die Reisen im Wert von 798 Euro. Das sind insgesamt 7 attraktive Reiseziele zur freien Auswahl. Ja, wo Einer denn? Davon dürfen Sie sich aussuchen. Das kann ich Ihnen sofort sagen. Da ist die Türkei dabei, Nordzypern ist dabei, Bernsteinküste, Polen, Prag, Tschechien, Wien, Österreich, Paris, Frankreich und Baden-Baden, Elsass. Baden-Baden, da wohne ich doch. Genau, Baden-Baden, Elsass ist auch dabei. Ja, da brauche ich ja nicht hinfliegen, da wohne ich doch. Deswegen haben Sie noch hier Türkei, Nordzypern, Polen, Prag, Tschechien, Wien, Österreich und Paris, Frankreich. Und was ist mit Westzypern? Kann man da dann auch hin? Weil da hat meine Frau ja im Prinzip gewohnt. Genau, also Nordzypern können Sie auch. Das ist 8 Tage, 7 Nächte Flugreise für 2 Personen. Ja, und darf man dann da nur in den Norden oder darf man auch in den Westen reinfahren? Wegen Corona jetzt im Prinzip. Das steht alles in Ihren Unterlagen dann drauf. Ja, ich muss mich da ja entscheiden. Ja, genau, das steht dann. Da, wenn Sie die Unterlagen haben, dann entscheiden Sie das. Also das muss ich nicht jetzt entscheiden. Nein, Sie dürfen, Sie müssen sich nicht jetzt entscheiden. Also Sie bekommen ja auch die Unterlagen innerhalb in 2 bis 3 Werktagen. Ach dann so. Können Sie auch entscheiden. Ja, aber in drei Tagen ist aber Sonntag, da kommt der Postbote gar nicht. Dann dauert dann das ja länger. Eben Montag. Ja, aber das kommt also nicht, dass der das dann nicht mitnimmt, nicht wahr? Ist ja alles schon passiert. Nein. Nee, dann bekommen Sie das am Montag spätestens. Ja, weil der Postbote hier, der ist sehr komisch. Der schläft immer mit den Frauen von den Leuten. Okay, möchten Sie Ihre Glückszahlen selber nennen oder soll das der Zufallsgenerator für Sie entscheiden? Also wir haben ja damals bei der Wehrmacht schon immer gesagt, das Glück soll man nicht dem Zufall überlassen. Wie viele Zahlen sind okay, das? Was soll ich mir da aussuchen? 6 Stück? 6 Zahlen von 1 bis 49. Fangen Sie von der kleinsten Zahl an, bitte. Oh, jetzt soll ich auch noch sortieren hier. Das ist ja nee, eine Herausforderung ja sagen, heute. Also jetzt lassen Sie sich mal überlegen. Also ich würde schon mal sagen, die 4... Die 4? Also 04 muss das sein, weil meine Frau, die hat am 4. Genau. Geburtstag 04.
Jawohl, habe ich. Wann haben Sie Geburtstag? Am 5. habe ich Geburtstag. Ja, dann nehmen wir noch die 5, weil Sie sind ja mein Glücksengel, nicht wahr? Dankeschön. Ja, natürlich. Dann, jetzt haben wir 3 Stück, oder? Nee, jetzt haben Sie 2 gesagt. Jetzt noch einen bitte. Das ist der dritte. Nee, ich habe nicht die 2 gesagt, ich hatte die 4 gesagt. Genau, oder also nicht? 4 haben Sie gesagt und die 5 haben Sie gesagt. Wo kam denn die 5 nochmal her? Die 5 haben Sie gesagt. Also am 4. hat meine fünf Frau Geburtstag. Mir, das ach ja, Geburtstag. Ja, stimmt ja, das war ja Ihr Geburtstag. Dann nehmen wir noch die 18. 18. Weil so viel falsche Zähne habe ich inzwischen. Das muss man ja auch mal feiern. Jawohl. Wann hat denn Frau Merkel Geburtstag, wissen Sie das? Oh, das weiß ich leider nicht, wann sie Geburtstag hat. Das kann man doch... Ich guck mal kurz beim Computer, weil die muss man... Wir müssen ja auch die Exenkönigin ehren. Merkel, ja, kein Problem. Geburtstag. Ich habe von meinem Enkel Computer bekommen. Oh, schön. Die hat am 17. Geburtstag. Also dann bitte noch geht die 17. Ja. Das trage ich sofort ein. 17. habe ich. Der 17. Jetzt noch 2 Zahlen hätte ich gern von Ihnen. Noch 2. Was ist die höchste Zahl, die man nehmen kann? 49 ist die höchste Zahl. Ja, dann nehmen wir die 47. Weil man soll ja nicht zu hoch pokern. Genau. Und jetzt hätte ich gern noch einen. Die letzte. Das ist jetzt schwierig. Ich überlege gerade, an welchem Datum die Ardennenoffensive begonnen hat. Wissen Sie das noch? Nein, leider nicht, weiß ich nicht. Muss ich auch nochmal gucken. Ich tippe das nochmal eben ein. Ja, kein Problem. Das war der 16. Dezember. Wenn Sie das bitte vermerken. Das war der 16. Dezember. Ja, 1944. Ja, da war ich 16 Jahre alt. Okay, super, dann haben wir schon alles. Ja. So, jetzt hätte ich gerne noch eine Superzahl von Ihnen, von 0 bis 9. 45. Von 0 bis 9. Wie meinen Sie das? Superzahl, eine Superzahl. Was von heißt 0 das? Bis 9. Was heißt das? Ich kenne mich da nicht aus das mit so Sachen. Also beim Lottozahlen gibt es auch eine Superzahl extra. Ja. Für den Jackpot. Ja? Für was nur, das bitte? Das geht nur bis von 0 bis 9. Für den Jackpot. Was ist das? Hallo? Das ist der Jackpot, den Sie bei der Lotterie bekommen. Ja, ich kenne das Wort nicht. Deswegen frage ich, was das bedeutet. Hallo? Die ganze Kasse, wenn Sie das... Es wird gespielt, gespielt, gespielt. Ja. Und da haben Sie noch einen Glückszahl. Wenn Sie das treffen, dann haben Sie das volle Kasse. 6er, alle 6 richtig, dazu noch die Superzahl richtig. 6, genau, also 6er, ja? Ja. Sie haben ja 6 Zahlen gesagt. Ja. Wenn Sie das treffen, dann bekommt ihr noch eine Zahl, eine Superzahl. Ich gebe Ihnen die 7 und das ist meine Glückszahl. Ist in Ordnung. Ja, dann kann das ja nur klappen. Jawohl. So, das so jetzt machen noch wir einmal das. Die IBAN-Nummer. Den was bitte? IBAN-Nummer, Ihre IBAN-Nummer. Weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Ihr Bankverbindung, IBAN-Nummer. Was hat das mit Lotto zu tun? Da werden ja auch, hier werden ja auch ebenfalls alle erzielten Gewinne auf Ihr Konto gutgeschrieben jeden Monat. Es ist alles kompliziert. Also früher bin ich ja mit meinen Lottoscheinen immer zum Kiosk gegangen von meiner Frau. Und wenn wir da was gewonnen haben, dann haben wir das in Zigaretten bekommen. Das haben wir schwarz gemacht. Das verwalten wir ja alles. Also
Wir als Verwaltungsservice übernehmen für Sie die komplette Zusammenstellung und kümmern uns um die reibungslose Abwicklung, kaufen Ihre Zahlenreihen ein, leiten diese ordnungsgemäß an die staatlichen Landeslotterien weiter und wir informieren Sie per Post kurz vor der Ziehung über die getippten Zahlen und erstellen nach jeder Runde Ihren monatlichen Gewinnreport und leiten diesen ebenfalls an Sie weiter. Und so können Sie auch selbst verfolgen, ob Ihre Zahlen gewonnen haben. Ja. Und die Auszahlung der Gewinnsumme wird monatlich von unserem Treuhänder auf Ihrem Konto gutgeschrieben. Neuen Änder? Und des Weiteren übermitteln wir von unserem Treuhänder. Ich wüsste gar nicht, dass Hirsche sowas machen dürfen. Warum denn nicht, bitte? Ja, so ein Neunender ist für mich, bin Jäger gewesen. Man sagt, das ist wie so ein Hirsch, das hat man auch Neunender. Nein, nicht, nein, Treuhänder. Ach, wie Treuhandkonto. Genau, mit T, mit Treuhänder. Ich kennen Sie Neunender, das sagt man zum Geweih von dem Hirsch im Prinzip. Ja, jetzt habe ich gedacht, Ihr Chef wäre ein Hirsch. Ne? Es gibt ja alles heute. War mir schon klar. Weil die Frau Merkel, die ist ja ein Echsenmensch und da hätte mich das auch nicht gewundert, wenn da ein Hirsch noch mit dazwischen arbeitet. Ne? So, einmal die IBAN-Nummer für die Überweisung, dass wir die Bearbeitung weitermachen können. Von was denn bitte? Ihre IBAN-Nummer, Ihre IBAN-Nummer. Soll ich jetzt holen? Ja. Ja. Genau, dass ich das auch hier eintragen kann. Ja, dann gehen wir gerade mal kurz in mein Büro, nicht wahr? Kein Problem, ich warte. Nee, ich kann Sie mitnehmen. Ich habe vor, weil ich ja immer hinfalle und nicht mehr so gut laufen kann, hat mir mein Enkelsohn so ein Telefon besorgt, was man tragen kann. Ich gehe ja mit dann. Ich hatte ja noch so ein ganz altes Telefon früher, das habe ich noch von meinen Eltern bekommen. Und als die von der Telekomik dann kamen, um das neue Telefon anzubauen, die fanden das so toll, dass ich noch so ein altes Telefon hab. Die haben mir das abgekauft fürs Museum bei denen, weil das war so ein ganz altes Modell gewesen. Nicht wahr? Ja, glaube ich Ihnen. Da habe ich dann 2 Monate keine Rechnung bezahlen müssen. Das war sehr, sehr praktisch, weil das wird ja auch alles immer teurer. Jawohl. Jetzt habe ich vergessen, Jawohl. Mir selber die Zahlen aufzuschreiben. Was war das denn nochmal? Das werde ich auch an Ihnen mit den Unterlagen zuschicken, innerhalb von 2 bis 3 Werken. Also spätestens bekommen Sie die Zahlen auch. Ja, also am Montag. Ja, ja. Ja, können Sie gerade noch mal vorlesen, nicht, dass ich mich da irgendwo vertan habe. Nee, kein Problem, das lese ich durch. Das wäre die 4, 5, 16, 17, 18, 47. Hallo? Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ah, ich habe Sie gerade nicht mehr gehört. Ja, hören Sie mich jetzt besser? Jetzt kann ich Sie wieder hören, ja. Okay, super. Dann ich habe das jetzt aber, die 4 und die 5 habe ich verstanden, dann sind Sie weg gewesen. Okay, sage ich mal noch weiter. Also ja, bitte? Das wäre die 4, 5, 16, 17, 18, 47. Ja. Und die Superzahl ist die 7. Ist die 7. Ist das denn, ist das denn vielleicht zu gefährlich, wenn wir 16, 17 und 18 nehmen? Weil die sind ja sehr nah beieinander. Das ist ja. Nee, warum denn? Also. Na, ich weiß ja nicht, wenn die Russen Streufeuer einsetzen, dann treffen die ja alle auf einmal. Das haben halt immer, früher immer die Truppen verteilt auf dem Feld gehabt, nicht wahr? Nein, also, das ist schon mal gut so. Ja, glauben Sie mir. Weil ich habe ja, sag mal, das muss ja sich nicht, die Tragödie von Stalingrad, die muss sich ja nicht wiederholen. Das einmal hat gereicht. Genau. Ja. Ja, jetzt einmal die IBAN-Nummer bitte. Ja, stimmt, ich wollte in mein Büro, Sie haben mich ganz durcheinander gebracht. Will da noch. Wie lange müssen Sie denn heute arbeiten? Bis 18 Uhr muss ich arbeiten. Und macht das Spaß da bei Ihnen? Ja, warum nicht?
Das macht schon Spaß. Ich weiß ja nicht, also ich hab das früher immer gehasst, mit Menschen zu arbeiten, weil die immer alle so unfreundlich sind. Nee, ich liebe Menschen, zum Beispiel, also ich liebe Menschen zu telefonieren, ja, zu sprechen. Ja, wenn die auch nett sind, dann macht das ja bestimmt auch Spaß, genau, nicht wahr? Genau, so wie Sie zum Beispiel. So oh, wie Sie danke Beispiel. Schön. Wie lange machen Sie das Bitte denn schön. Schon? Ich arbeite schon seit 3 Jahren bei diesem Job. Ja, so lange schon? Ja, so lange schon. Das klingt aber so, als würden Sie immer alle Sachen vorlesen. Das, ich habe jetzt gedacht, dass Sie vielleicht der Azubi da sind. Ja, ich lese auch manche Sachen vor, dass ich auch keinen Fehler eintreten. Weil ich habe jetzt gedacht, das ist so ein Roboter, wie wenn man irgendwo anruft, der sagt, bitte drücken Sie die 1. Ich habe die ganze Zeit jetzt gedacht, dass, bis wir hier so auf meine Kriegsvergangenheit gekommen sind, ich habe gedacht, ich spreche mit einer Maschine, da müssen Sie mal dran arbeiten. Okay. Der haben neuen Sie jetzt die IBAN-Nummer? Ja, ich wollte ja ins Büro, ich habe das schon wieder vergessen, Entschuldigung. Bin ich mehr der Jüngste, nicht wahr? Da kann man schon mal was vergessen. Jo, kein Problem. Nein, nein, Sie haben ja noch fast 3 Stunden Zeit, nicht wahr? Das kriegen wir schon hin, da ja, bin ich habe schon ganz Zeit. Zuversichtlich. Natürlich, aber dass wir auch die Bearbeitung weitermachen können, brauche ich einmal die IBAN-Nummer jetzt. Das ist ja, also im Prinzip ist das Postbank in Baden-Baden, das kann ich Ihnen ja schon mal verraten. Okay, alles klar. Haben Sie denn da auch was zum Aufschreiben? Nicht, dass ich das jetzt da... Ja, ich habe ja... Nee, also mein PC steht ja vor mir. Ich trage das sofort hier ein. Dann bekommen Sie auch die Unterlagen innerhalb in 2 bis 3 Werktagen. Also spätestens Montag. Ja, und was ist, wenn der am Sonntag kommt? Da bin ich ja nicht zu Hause. Nee, am Sonntag kommt ja kein Post. Ja, deswegen ja. Das kommt am Montag. Genau, das kommt erst am Montag dann. Dann schreibe ich dem einen Zettel an die Tür, dass er am Montag kommen soll. Wenn ich das der vorher klingelt, weil ich muss auch noch baden heute. Jawohl. So, sind Sie schon im Büro? Ja, ich habe mich jetzt auf den Sessel gehockt. Okay, super. Dann einmal die IBAN-Nummer bitte. Soll ich das vorlesen? Ja, genau. Lesen Sie mir die IBAN-Nummer vor. Ja, muss ich noch mal kurz zum Schreibtisch. Sagen Sie das doch gleich. Konto. Entschuldigung. Ja, alles gut, ne? Und wie lange dauert die Ausbildung da bei Ihnen? Wie bitte? Wie lange dauert die Ausbildung bei Ihnen? Ich bin da sehr interessiert. 6 Monate. Ha, was bitte? 6 Monate dauert es noch. 6 Monate? Und dann, wie genau. Bezeichnet sich das dann? Ja, dann bin ich ein Agent. Ein professioneller Agent. Ach, Sie sind vom Ministerium? Genau. Oh, das habe ich ja gar nicht. Das habe ich falsch verstanden. Sind Sie dann ja quasi BND oder LKA? Nein, also, mein Job ist es, also Sie haben die Preise erzählt und ich bin dafür zuständig, Ihre Preise zu Ihnen zuzusenden. Also dann doch eher Wirtschaftsministerium oder ist das Finanzministerium bei Ihnen? Also, wie soll ich jetzt Ihnen sagen? Ich bin einfach ganz normaler Agent. Ich bin Arbeiter, ja? Ja, aber Agent wird man ja nicht ohne weiteres, nicht wahr? Haben Sie, und wenn Sie dann fertig sind, dann kriegen Sie bestimmt auch die Marke, nicht wahr? Nein. Aber das dauert dann noch speziell. Ja, natürlich. Da würde ich ja bei den Steuern, die wir bezahlen, auch Wert drauf legen. Ja, dass genau, das so da nur mit Profis so arbeitet. Das ist ja so sonst alles nicht mehr ganz so einfach. Was mit den Ziegen? Vor der Ziegen. Ja. Vor der Ziege heißen Sie doch, oder? Ja, natürlich. Stehen Sie lieber genau, vor oder hinter der Ziege? Okay. Einmal die IBAN-Nummer jetzt bitte. Ja, das ist DE. Ja. 55. 55. 59. 59. O1. Wie bitte? O1. O1. Ja. OO. OO. 66. 66. Und noch ein O. Noch ein O. Ja. Und dann kommt 876.
876 714 714 567 567. Ja. Ich schau mal ganz kurz. Genau, das, nee, das war jetzt falsch. Ha, was Könnt bitte? Könntest du mir nochmal sagen? Roboter, bitte neu starten. Hallo? Das wäre die DE. Kann ich vielleicht mit einem Menschen weiterreden? Ja, ich bin Mensch, bitte. Also, Sie hören sich an wie so ein Roboter. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Nein, hat mir noch keiner gesagt, sowas. Ja, das hätten die vielleicht mal tun sollen. Da wäre Ihrer Firma viel Peinlichkeit erspart geblieben. So, einmal die IBAN-Nummer nochmal, bitte. Ja, DE. DE. Also ist das jetzt zur Überprüfung, ja? Genau. Sind Sie ein Pentium oder ein Macintosh? Was bedeuten das denn jetzt? Naja, das sind so die unterschiedlichen Computergattungen, weil ich selber, ich habe ein Pentium. Oder Dann sind Sie das? Auch ein Pentium. Oder sind Sie das dann neue Intel-Modell? Das ist ja, Sie wären ja schnittstellenkompatibel. Gut, dann ist das DE55. DE55? Ja, 901. 901. Dann das kleine Herzsymbol 00. 00. 66. 66. 0. 0. 877. 877. 593. 593. 187. 187. Das war's. Wie bitte? Schauen wir mal. Das ist falsch, Herr Vordertiger. Soll ich mal meine Brille aufziehen? Besser. Ja, ich hol die mal eben. Oh, ist das alles anstrengend. Weil das war jetzt falsch hier. Ich hab schon, weswegen hatten Sie überhaupt angerufen? Ich hab das schon total vergessen. Wegen was wir jetzt angerufen haben hier? Ja, ja. Sie haben ja Reisen erzielt. Also, ach ja, ja, da war ja was. Da war genau. Ja was. Wir haben Reisen im Wert von 798 Euro und sowie einen Preis im Wert von mindestens 500 Euro erzielt. Ja, das ist sehr nett, dass Sie das nochmal sagen. Ich habe das schon wieder vergessen. Kein Problem, gerne. Also ich vergesse immer die Sachen. Ich habe neulich auch, da fing der ganze Schlamassel ja an. Da habe ich sogar vergessen, mich anzuziehen. Und danach habe ich so ein Betreuer bekommen, weil ich immer die Sachen vergesse, nicht wahr? Ach so. Ja. Alles klar. Und jetzt muss ich, der ist so. Jetzt aber unterwegs, zum Glück. Weil okay. Der lässt mich auch nie in Ruhe telefonieren. Haben Sie sowas das auch verstehe schon ich. Mal? Das ist sowas von nervig. Aber es ist halt auch der Gesellschaft nicht zumutbar, wenn ich das Gemächt präsentiere. Ja. So, jetzt einmal nochmal die IBAN-Nummer, bitte. Ha, was bitte? Die IBAN-Nummer nochmal, bitte. Wer ist eigentlich der Mann, der immer im Hintergrund die Sachen vorsagt, was Sie danach sprechen? Keiner. Also im Hintergrund ist keiner. Ja, aber da sagt doch immer einer Sachen, die Sie dann wiederholen. Ist das der? Wir haben wahrscheinlich die anderen Agenten auch noch. Ist das der andere Computer? Genau. Das ist ja alles hoch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so kultiviert mit einem Computer unterhalten kann. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Ich hoffe, meiner kann das auch irgendwann mal. Hallo? Hallo? Ist da noch jemand? Jetzt hat er aufgelegt! Eine halbe Stunde! Was ist das denn für ein Typ? Also der Typ ist, das wäre beleidigend, wenn man sagt, es ist nicht die hellste Leuchte auf der Torte, Blätter. Dann würdest du jeden Kerzenstummel beleidigen, wenn du das sagen würdest. Ich finde gar keine Worte dafür. Mal gucken, ob die nochmal anrufen, aber das ist auf jeden Fall guter Kandidat für Deutschlands dümmsten Telefonbetrüger 2020. Und das kurz vor Jahresende, meine Freunde.